Go faster! Da ist Scout. Sie möchte spielen. Toller Schuss, Buster. Gut gemacht, Scout. Wer fährt da die Straße entlang? Es ist Tony, der Truck. Oh nein, Buster, vorsichtig, wo du den Ball hinschießt. Pass auf Tony auf. Autsch, das muss wehtun. Ich hoffe, Tony ist okay. Buster, du musst vorsichtiger sein. Pass auf den Nagel auf. Oh nein, jetzt hat Buster ein Loch im Reifen. Sieh mal, Scout. Tony, der Truck, braucht Hilfe. Ich weiß, wen wir brauchen. Hurra! Ember, der Krankenwagen. Gute Arbeit, Scout. Heute ist ein ereignisreicher Tag. Ich hoffe, dir geht's bald besser, Tony. Oh, Buster, das sieht schmerzhaft aus. Aber keine Sorge, es war ein Unfall. Tony ist jetzt in guten Händen und Ember wird bald zurück sein. Buster, sieh, da ist Ember. Jetzt bist du dran. Ab zur Werkstatt mit Buster. Aha. Oh wow, Tony sieht gut aus. Buster bekommt einen neuen Reifen. Alles repariert. Wow. Oh, aha. Buster, Unfälle passieren. Sei nächstes Mal vorsichtiger. Super Schuss, Buster. Oh nein, nicht nochmal. Buster ist jetzt vorsichtiger. Schau links, schau rechts. Was? Genau so geht es. Gut gemacht, Buster. Hierher, Buster. Hallo, Buster. Was ist das? Ein Fußball. Oh, schau, Buster. All deine Freunde sind da und möchten Fußball spielen. Und sie brauchen noch einen Mitspieler. Na los, Buster. Das wird sehr viel Spaß machen. Am Pfiff. Oh, zu langsam, Buster. CJ, der Betonmischer, zielt für einen Schuss. Kann Jessie Chief ihn halten? Na los, Jessie, du schaffst das. Oh, so knapp, aber Tor! Gut geschossen, CJ. Toller Kopfball, Buster. Was für ein Schuss, Scout. Gute Abwehr, Digger. Haha,
Scout hat Digger den Ball zugespielt. Scout geht jetzt aufs Tor los. Weiter, Scout. Keiner kann sie jetzt angreifen. Tor! Toll gemacht, Scout. Jessie zu Scout. Scout gibt ihn ab. Toller Schuss, Digger. Direkt zu Bandit. Oh, das war aber grob, Bandit. Wird Bandit jetzt ein Tor schießen? Kann Jessie ihn diesmal halten? Oh nein. Jessie hat den Ball zerplatzt. Ist das Spiel jetzt zu Ende? Oh, so ein Glück. Otis hat einen Ersatzball. Das Spiel geht weiter. Jetzt geht's so richtig los. Buster geht aufs Tor zu. Oh nein, Bandit Bus schubst Buster. Das ist ein Foul. Richtige Entscheidung, Robin. Bandit hat eine rote Karte bekommen. Robin schickt Bandit vom Platz. So ist das, wenn man zu grob spielt. Jetzt nimmt Buster einen Elfmeter. Komm schon, Buster. Tor! Du hast es geschafft, Buster. Du hast gewonnen und sogar einen schönen Pokal bekommen. Das hat Spaß gemacht. Papa Bus geht mit Buster, Bandit und Scout im Wald campen. Jetzt müssen sie ihr Lager aufschlagen. Zuerst müssen sie ihre Zelte aufbauen. Papa zeigt ihnen wie. Er hämmert die Heringe in den Boden, damit die Zelte nicht wegwehen. Schau, sie halten das Zelt am Platz. Aha, fertig. Während Papa Bus Holz für das Lagerfeuer sammelt, machen Buster und seine Freunde ihre Zelte fertig. Was war das? Bandit hat Marshmallows. Lecker! Oh nein, Buster hat die Heringe nicht richtig reingehämmert. Das Zelt kam frei. Er kann gar nichts sehen. Pass auf, Scout. Oh oh, es weht weg. Ob Buster es wohl fangen kann? Scout und Bandit helfen mit. Los, Buster, du schaffst das. Aha, es ist endlich auf den Boden gefallen. Oh je, nicht nochmal. Papa Bus, pass auf. Ups, das Holz flog runter. Puh, ihm geht's gut. Endlich stellen sie das Zelt auf. Diesmal lass uns sicher gehen, dass alle Heringe drin sind, Buster. Gut gemacht. Ich frag mich, was Papa Bus als nächstes geplant hat. Wow, sie grillen Marshmallows. Mh, lecker. Was für ein toller Tag. Hallo, Buster. Sieht so aus, als hättest du viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu planschen. Du bist vollkommen mit Schlamm bespritzt. Und wer ist denn das? Es ist Terry Traktor. Er passt ein bisschen besser auf als Buster. Buster hat so viel Spaß dabei, durch die Pfützen zu rasen. Oh nein, er fährt direkt auf Terry Traktor zu. Uff, nochmal Glück gehabt. Pass auf, Buster, diese Pfützen können dich ins Rutschen bringen. Oh nein, Terry Traktor ist nicht begeistert von Busters Tun. Und wieder geht es los. Pass auf, wo du hinfährst, Buster. Pass auf. Oh nein, Buster steckt fest. Törichter Buster. Was soll er jetzt bloß tun? Die Sonne geht unter und es wird dunkel. Ich hoffe, mit Buster wird alles gut. Da schaut alle her. Es ist Terry Traktor. Er ist gekommen, um zu helfen. Sehr begeistert sieht er allerdings nicht aus. Bitte hilf Buster, Terry. Er braucht nur einmal angeschubst zu werden. Ob er es schafft? Eins, zwei und fertig. Hurra! Danke, Terry. Oh, Buster. Zum Glück war Terry Traktor da, um zu helfen. Mach's gut, Terry. Mach's gut, Buster. Hallo, Buster. Oh. Oh nein, Buster sieht ziemlich krank aus. Hallo, Scout. Wie es scheint, will Scout spielen. Ich glaube nicht, dass es Buster heute gut genug geht, um zu spielen. Er fühlt sich wirklich krank.
Schnell, Scout, hol Hilfe her. Oh, armer Buster, das wird schon wieder. Jeder ist ab und zu mal krank. Seht mal, Scout hat Amber die Ambulanz geholt, damit sie mal nach Buster sieht. Gute Idee, Scout. Amber weiß bestimmt, was zu tun ist, damit Buster sich bald wieder besser fühlt. Es sieht so aus, als würde Amber Buster in seine Garage bringen. Lasst uns mal nachschauen, ob sie herausfinden kann, was mit Buster los ist. Zuerst überprüfen wir mal Busters Räder. Das seht mal, dieser hier hat gar keine Luft mehr drauf. Er muss aufgepumpt werden. Geschafft. Schon besser. Und Buster sieht auch gleich wieder gesünder aus. Aber so richtig gut geht es dir noch immer nicht. Genau, lasst uns mal Busters Temperatur messen mit einem Fieberthermometer. Das sieht gar nicht gut aus, Buster. Jetzt muss Amber mal Busters Motor durchsehen. Oh nein, Buster verliert Öl. Deshalb fühlt er sich unwohl. Amber kriegt das schon wieder hin mit ihrem Schraubenschlüssel. Alles ist gut, Buster. Gleich ist es geschafft. Nur noch ein paar Mal drehen. Und fertig. Gut gemacht, Amber. Buster scheint wieder ganz der Alte zu sein. Ich glaube, dass du dich wieder wohl genug fühlst, um rauszugehen und zu spielen, Buster. Er sieht sehr zufrieden aus. Das ist Buster, wie wir ihn kennen und lieben. Es ist Zeit für Amber, wieder loszufahren. Mach's gut, Amber, und danke, dass du dich um Buster gekümmert hast. Scout und Buster gehen jetzt spielen. Macht's gut. Hier kommt Buster der Bus. Ich frage mich, was er wohl heute so anstellen wird. Was ist denn das? Sieh dir mal diese Plakatwand an, Buster. Diese Reifen sehen ja so glänzend und neu aus. Vielleicht wäre es auch für dich an der Zeit, neue Reifen zu bekommen, Buster. Und los geht's. Oh, seht mal, da ist Jessie Geländewagen. Wie es scheint, hat sie Probleme, den Berg hinaufzukommen. Hier kommt Buster. Arme Jessie. Ich glaube, sie braucht etwas Hilfe, Buster. Ihre Räder scheinen nicht richtig zu greifen. Gleich hast du es geschafft, Jessie. Weiter so. Oh, Buster, ich weiß, dass du dir neue Reifen besorgen willst, aber deine Freundin Jessie braucht Hilfe. Oh nein, Jessie rutscht wieder zurück. Gut gemacht, Buster. Du bist zurückgekommen, um Jessie zu helfen. Das war sehr nett von dir. Oh nein, jetzt sieht es so aus, als stimmt etwas nicht mit Jessies Anhänger. Anscheinend schiebt dessen Gewicht sie zu schnell den Berg hinab. Sie hat die Kontrolle verloren, Buster. Schnell, Buster, du musst helfen. Das wird schon, Jessie. Buster ist gleich bei dir. Gut gemacht, Buster. Pass auf den Anhänger auf, damit er sich nicht überschlägt. Oh nein, da vorne ist schon die Werkstatt. Sie wird es nicht schaffen, rechtzeitig zu bremsen. Gute Idee, Buster. Benutze deine Bremsen, um Jessie langsamer zu machen. Das war ganz schön knapp. Gut gemacht, Buster. Und sieh mal, da sind die glänzenden neuen Reifen, die du wolltest. Arme Jessie, ihre Räder sehen auch ganz mitgenommen aus. Buster, ich glaube, jemand hat sie nötiger als du. Richtig so, Buster, gut gemacht. Jessie braucht wirklich neue Reifen. Die sehen toll aus, Jessie. Jetzt wirst du keine Probleme mehr haben, den Anhänger zu ziehen, und Berge hinaufzufahren wird ein Kinderspiel. Mach's gut, Buster. Mach's gut, Jessie. Hallo, Tony-Lieferwagen. Tony scheint nicht auf die Straße zu achten. Oh, seht mal, da ist Frankie der Frosch. Er ist gekommen, um Hallo zu sagen. Pass auf, Tony. Puh, das war knapp. Oh nein, es sieht so aus, als hätte Tony ein paar Pakete verloren. Du musst nächstes Mal besser aufpassen, Frankie. Beinahe hätte Tony dich überfahren. So ein frecher Frosch. Seht mal, Tony hat einiges von seiner Fracht verloren. Das sieht aus wie eine Flasche mit Schaumbad. Sieht so aus, als ob Frankie eine tolle Idee hätte. Haha, seht ihn euch an. Wohin rollst du dich denn jetzt? Aus der Flasche steigen Seifenblasen auf. Seht mal, da ist Buster der Bus. Ich glaube, Buster will sehen, wohin Frankie rollt. Da sind noch mehr Seifenblasen. Sieht so aus, als hättest du eine Schaumbrille auf, Buster. Hey, Scout, warum kommst du nicht mit auf unser schaumiges Abenteuer? Scout will in den Seifenblasen spielen. Überall sind welche. Oh, ich mag deinen Hut, Scout. Du siehst witzig aus mit deinem Schnurrbart, Buster. Sieht so aus, als wäre Frankie zum See unterwegs. Ich glaube, dieser freche Frosch hat eine Idee.
Da rollt er in den See. Seht ihn euch an. Überall Seifenblasen. Wow, er hat uns ein Schaumbad gemacht. Seht doch nur all die Seifenblasen blubbern. Na los, Buster und Scout. Springt rein. Sie haben so viel Spaß, in den Seifenblasen zu spielen. Sieht so aus, als sei Frankie der Seifenblasenkapitän des Seifenblasensees. Hier kommt Scout mit einem mächtigen Seifenblasenplanscher. So viele Seifenblasen überall. Oh, wo ist Frankie denn jetzt? Dort ist er. Ich glaube, es ist nun Zeit zu gehen. Mach's gut, Frankie. Danke für das Seifenblasenabenteuer. Da ist Buster, unser gelber Lieblingsbus. Aber Moment mal, du siehst nicht so strahlend und gelb aus wie sonst. Oh, Buster, ich glaube, du brauchst neue Farbe. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus. Tolle Idee! Eine Fahrt in die Lackiererei wird es richten. Dieser Kunde sieht sehr zufrieden aus. Buster kann es kaum erwarten, einen neuen gelben Farbanstrich zu bekommen. Bald wird er wieder wie neu aussehen. Huh, was war denn das? Du hast dich erschrocken, was, Buster? Oh nein! Buster hat die Farbdosen verwechselt. Ich glaube nicht, dass er es gemerkt hat. Ob das wohl die richtige Farbe sein wird? Los geht's, Buster. Ein schöner neuer Anstrich in Gelb. Oh nein, das ist kein Gelb. Buster hat mit roter Farbe gesprüht. Ich glaube, er hat es noch gar nicht bemerkt. Sieh dich doch nur an, Buster. Du bist ein roter Bus. Schnell, wieder zurück in die Lackiererei. Oh nein, du hast alle Farben umgestoßen. Woher willst du denn jetzt wissen, welche Farbe welche ist? Dann mal los. Oh nein, das stimmt aber nicht. Buster ist nur blau. Jessie sieht sehr erstaunt aus. Das ist, weil du blau aussiehst, Buster. Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit der gelben Farbe. Nein, noch immer kein Gelb, jetzt ist Buster grün. Tony ist schon ganz verwirrt. Noch nie hat der Buster den Bus grün erlebt. Vielleicht hat er beim vierten Mal Glück. Mach die Augen zu und wünsche dir Gelb, Buster. Oh nein! Jessie und Scout erkennen dich noch immer nicht, Buster. Buster ist jetzt pink. Warte, Buster, so geht es doch auch nicht. Buster, der Regenbogenbus. Ich glaube nicht, dass Robin das gut findet. Welche Farbdose soll er nun auswählen? Eine von denen muss doch gelb sein. Der Moment der Wahrheit. Puh, jetzt haben wir es geschafft. Das ist Buster, der Bus, wie wir ihn kennen, mit einer glänzend neuen gelben Farbschicht. Das war ja ein richtig buntes Abenteuer. Buster ist heute in Papas Haus. Oh, schau, da ist Papa Bus. Morgen geht Buster wieder zur Schule. Das wird großartig, aber zuerst müssen Sie sich vorbereiten. Papa Bus hat eine Kontrollliste mit allem, was Buster braucht, um morgen wieder in die Schule zu gehen. Er braucht seinen Rucksack, seine Brotdose, sein Schulbuch, ein Federmäppchen und ein Lineal. Rucksack erledigt. Brotdose erledigt. Alles andere erledigt. Ups. Und nicht zu vergessen ist der Haifischzahn von seinen Ferien, damit er ihn vorzeigen kann. Wow. Buster braucht jetzt einen guten Schlaf, bevor die Schule morgen wieder anfängt. Gute Nacht, Buster. Da geht der Wecker los. Es ist wohl Zeit zum Aufstehen. Oh nein, Buster ist wieder eingeschlafen. Oh je. Und jetzt wird er zu spät zur Schule kommen. Schnell! Sie müssen sich schnell fertig machen. Was braucht Buster? Rucksack hat er. Brotdose hat er. Federmäppchen und Schulbuch hat er. Aber was fehlt ihm? Das Lineal. Aha, da ist es. Und los geht es zur Schule. Warte mal eine Sekunde. Buster hat seinen Haifischzahn vergessen.
Schnell, Buster, schnell! Haifischzahn hat er. Sie müssen losrasen, um pünktlich zu kommen. Los, Buster! Sieht so aus, als würde der Lehrer anfangen, sich Sorgen zu machen. All seine Freunde sind schon in der Schule und er wird zu spät sein. Oh nein! Puh, er hat's geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Was für ein verrückter Morgen. Morgen, Buster. Oh, sieh doch nur diese schönen Fotos von dir und deiner Mama. Wäre es nicht toll, wenn du ihr etwas schenkst, weil sie so wundervoll ist? Und Buster fährt los, um etwas für seine Mutter zu besorgen. Oh wow, was ist das denn? Ein riesiger Greifautomat. Dieser Teddy dort wäre perfekt für deine Mama. Ich glaube, Buster will versuchen, ihn zu gewinnen. Komm schon, Buster, du schaffst es. Ganz sachte jetzt. Oh nein, du hast ihn fallen gelassen. Gleich hast du ihn. Geschafft. Gut gemacht, Buster. Deine Mama wird ihn lieben. Oh, hallo kleines Rotkehlchen. Robin ist gekommen, um Buster auf der Suche nach weiteren Geschenken für seine Mutter zu helfen. Ich glaube, Robin hat da was erspäht. Was ist es, Robin? Oh, ein wunderschöner Blumenstrauß. Gut gemacht, Robin. Ich frage mich, was Buster seiner Mutter noch geben könnte. Oh, seht nur! Ein Ballon! Schnell, Buster, fang ihn! Oh nein, du bist nicht schnell genug, Buster! Der Ballon fliegt weg! Komm schon, Robin! Wir wissen doch alle, wie gut du im Ballon fangen bist! Haha, gut gemacht! Was für ein schöner Ballon! Er hat ja ein strahlendes Gesicht! Danke für deine Hilfe! Mach's gut, Robin! Sieh nur, Buster, da ist deine Mama! Oh, Buster ist so glücklich, sie zu sehen. Und sie scheint sich so über ihre tollen Geschenke zu freuen. Oh, was für ein schöner Tag, was, Buster? Mama ist wirklich die Beste. Bandit, der Bus, stiehlt etwas aus dem Süßwarenladen. Bleib stehen, du Dieb! Da kommt Otis, das Polizeiauto. Er ist hier, um den Fall der gestohlenen Naschereien zu untersuchen. Bandit ist dort lang gefahren, Otis. Ich glaube nicht, dass Otis die Flucht von Bandit bemerkt hat. Gute Idee, Otis. Folge der Spur der Süßigkeiten. Wir wissen auch, wohin sie dich führen wird. Dort ist er. Stehen bleiben, du Dieb. Sieh nur, Otis. Noch mehr Spuren. Folge ihnen weiter. Oh. Wow. Bandit lässt aber viele Süßigkeiten fallen. Oh, hallo, Buster. Oh, ich glaube nicht, dass diese Süßigkeiten für dich sind. Buster liebt Süßes. Oh nein, die Spur der Süßigkeiten hat direkt zu Buster geführt. Otis denkt, dass Buster der Dieb ist. Falsch gedacht, Otis. Buster ist unschuldig. Armer Buster, was wirst du jetzt wohl tun? Otis steckt Buster ins Gefängnis. Oh, Buster. Da kommt Scout. Vielleicht kann Scout Buster helfen, wieder aus dem Gefängnis zu kommen. Du musst Buster helfen, Scout. Beweise, dass er unschuldig ist. So ist es richtig, Scout. Folge der Spur immer weiter, bis du den wahren Dieb gefunden hast. Scout, die Detektivin, ist am Ball. Dort ist er ja. Bandit wird auf frischer Tat ertappt, als er gerade Sachen aus einem Spielzeugladen stiehlt. Diesmal hast du es zu weit getrieben, Bandit. Stehen geblieben im Namen des Gesetzes. Du bist verhaftet. Es ist Zeit, die Sache richtig zu stellen und Buster aus dem Gefängnis zu befreien. Heraus, Buster, du bist unschuldig. Und Bandit muss dafür rein. Danke, Scout, du bist eine gute Detektivin. Ohne dich wäre Buster noch immer eingesperrt. Tut mir leid, Bandit, aber du hast es so verdient. Stehen ist nicht erlaubt. Gut gemacht, Otis. Mach's gut, Bandit. Hallo, Buster. Oh, wow, sieh dir das an. Du bist im Wilden Westen. Und schau dir deinen Cowboy-Hut an. Das muss der Sheriff sein mit seinem goldenen Stern. Oh, schau, ein Lasso.
Gute Arbeit, Buster. Jetzt bist du ein echter Cowboy. Da ist Terry. Zieh deinen Hut, um Hallo zu sagen. Terry scheint nicht beeindruckt zu sein. Warte. Das ist Bandit Bus. Und was hat er auf seinem Rücken? Einen Beutel. Ich glaube, er hat den Süßwarenladen überfallen. Was für ein Bösewicht er ist. Du musst ihn aufhalten, Buster. Schnell, Buster. Er entkommt. Verfolge ihn. Wach auf, Sheriff. Da ist ein Räuber auf freiem Fuß. Sie rasen die Schienen entlang. Schneller, Buster. Du kannst Bandit nicht entkommen lassen. Wow, Bandit ist vor Suki den Zug gesprungen. Warte, bis der Zug vorbei ist und... Wo ist er hin? Oh nein, er fährt in die andere Richtung. Das war heimtückisch. Ihm nach, Buster. Bandit versucht, Buster im Kaktusfeld abzuschütteln. Vorsichtig, Buster. Die sind wirklich spitz. Du hast ihn fast erwischt. Pass auf. Bist du okay, Buster? Oh nein, der Kaktus hat deinen Reifen durchstochen. Bandit rast davon. Oh nein, mit einem Platten wirst du ihn nie fangen. Warte, natürlich. Das Lasso. Fang ihn damit ein, Buster. 1, 2, 3, los. Großartig, du hast es geschafft. Du hast Bandit gefangen. Und da ist Sheriff Otis. Ich bin mir sicher, dass er sehr dankbar ist. So, jetzt ist Bandit im Gefängnis, wo er hingehört. Oh wow, du hast jetzt auch eine Polizeimarke. Sheriff Buster, wie toll. Wow, das war ja ein aufregender Traum. Frohe Fahrt, Buster. Frag mich, was Buster und Digger da machen. Wow, wer hat das gemalt? Sieht aus, als möchtet ihr Eiscreme haben. Digger, das ist ja eine riesige Eiswaffel. Oh, schau, hier kommt Iggy, der Eiswagen. Buster und Digger möchten, dass Iggy ihnen hilft, das riesige Eis anzurichten. Nun lasst uns sehen. Oh, Kirschen. Das ist ein leckerer Geschmack. Das nehmen wir. Wow, seht euch das ganze Eis an. So, als nächstes brauchen wir blaue Eiscreme. Heidelbeeren? Perfekt. Das sieht so gut aus, Buster. Okay, und jetzt gelb. Bananen. Gute Wahl. Du möchtest mehr? Okay, das muss jetzt aber die letzte Wahl sein, sonst wird es zu groß. Ah, Apfel. Das wird ja ein super leckeres Eis. Noch einmal anstrengen, Iggy. Das Eis sieht aber sehr wackelig aus. Gib Acht, Digger. Robin holt Scout ab, damit sie sehen kann, was Buster und Digger für ihren Geburtstag vorbereitet haben. Folge Robin, Scout. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Scout. Das ist das größte Eis, das ich je gesehen habe. Oh nein, Digger. Pass auf, Scout. Das war knapp. Puste die Kerzen aus, Scout. Jetzt könnt ihr alle das Eis genießen. Es schmeckt wirklich gut. Miam. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, da sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stammplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut. Buster zaubert wirklich. Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra. Wow. Buster hat die Pflanzen wachsen lassen. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Was für andere Zauber sind im Zauberbuch? Der Bienenzauber? Oh, schau! Buster hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen?
Cool. Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Buster? Oh je, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Buster, du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Buster. Puh, alle Zauber sind umgekehrt. Aber ich glaube, Busters Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Buster legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Buster dem Zauberer. Danke fürs Zuhören. Hey, Buster! Oh, du siehst ein bisschen müde aus. Buster ist eingeschlafen. Aber was ist denn das? Barthaare? Eine Stupsnase? Und Ohren? Es ist Buster der Osterhase. Gut schaust du aus. Ich glaube, er mag sein neues Stummschätzchen. Wohin er wohl jetzt fährt? Osterhasenaufträge erledigen, hoffe ich doch. Oh, was ist denn das? Auf dieser Seite des Hutes befindet sich ein Hasenbau. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Da kommt er auf der anderen Seite wieder heraus. Oh, seht mal, Terry Traktor macht ein Schläfchen. Wow, Buster der Osterhase hat Terry ein buntes Osterei geschenkt. Und weiter geht's, um noch mehr Osterfreude zu verbreiten. Ich frage mich, wohin dieser Tunnel wohl führt. Hierher, Busterhäschen. Robin schläft tief und fest. Es ist an der Zeit, noch ein Osterei zu verschenken. Dies ist für Robin, wenn sie wieder aufwacht. Und weiter geht's einen anderen Tunnel entlang. Wer ist denn das? Es ist Jessie Cheep. Ach, sie schläft. Buster der Osterhase schenkt auch ihr ein Ei, das sie beim Aufwachen finden wird. Buster der Osterhase hat ja so viel zu tun. All diese Eier verteilen sich nicht von selbst. Ich frage mich, für wen Buster Herzchen wohl noch Eier hat. Da ist Digger der Bagger. Sei leise, Buster, und versuch ihn nicht aufzuwecken. Da ist ja ein Ei in Diggers Schaufel. Gute Idee, Buster Herzchen. Oh weh, ich glaube, Buster der Osterhase ist ein wenig müde. Aufwachen, Buster. Oh, Busterhäschen, das war alles nur ein Traum. Wie schade, dass all die Eier nicht echt waren. Aber was ist denn das? Es ist ein Osterei. Oh, toll, der echte Osterhase hat ein Ei für Buster dagelassen. Was hat der kleine Bus nur für ein Glück?